Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Susanne Seemann und ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei den Geheimnissen der siderischen Astrologie. In diesem Video geht es um die Jahresvorschau für die Steinböcke. Ja, die Steinböcke, ich weiß ja nicht, in der siderischen Astrologie ist natürlich der Pluto noch in im Steinbock. Das heißt, die Steinböcke sind seit dem Januar 2020 und auch noch andauernd, und das dauert natürlich auch noch eine ganze Zeit lang, mit dem Thema Transformation ganz stark beschäftigt. Das heißt, die müssen tatsächlich mit sich und mit ihrem gesamten Lebenskern, mit ihrem gesamten Leben in Medias Res gehen und sich bestimmten Themen stellen, auch mal in die Abgründe schauen und bestimmte Themen aufräumen. Und das wird sie natürlich auch dieses Jahr beschäftigen und auch mitziehen. Das bedeutet zum einen, dass jeder Steinbock geborene, also die Sonne im Steinbock insbesondere, gut tun würde, sich mit Schattenarbeit, mit Ahnenthemen, mit Ahnenaufarbeitungen zu beschäftigen, weil dann wird dieses Thema der Transformation für den Lebenskern sehr, sehr viel einfacher. Es ist natürlich immer einfach, im Leben so weiterzumachen. Der Steinbock ist es gewohnt, in die Initiative zu gehen, auf den Erfolg zu schauen, ehrgeizig zu sein. Optimistisch ist weniger das Thema, aber wir sind sehr ausdauernd, wir sind ehrgeizig, wir sind nach oben orientiert, wir schauen, wie sieht es in der Öffentlichkeit aus, wir wollen gesehen werden, wir wollen auch Anerkennung dafür bekommen, aber mit Pluto im Steinbock gehen die Uhren anders. Und es wäre wirklich vorteilhaft, wenn die Steinböcke eben das beherzigen würden, insbesondere ist für 2024 auch noch der Mond in einem relativ schwierigen Haus zu finden. Wir haben Lilith mit dabei stehen. Das bedeutet wirklich, schaut euch die Ahnenthemen an, liebe Steinböcke. Ihr habt dort drin noch einige Sachen zu klären. Nicht, wie viele spirituell gesinnte Menschen es machen, alle Häuser überspringen, alle Themen überspringen und gleich in die Spiritualität hüpfen und sagen, yeah, wir haben alles verstanden, wir sind jetzt aufgestiegene Meister oder sonst irgendwas. Das wird bei den Steinböcken nicht funktionieren. Das heißt, wir müssen noch einmal eine Rückwärtsschleife machen und uns mit diesen alten, ich sage jetzt mal, mit dem alten Schlabber einfach zu beschäftigen, damit wir diese Dinge auch ablegen können und damit sie heilen können vor allem. Es ist überhaupt nicht schlimm, sich das einmal anzuschauen, aber der Steinbock ist jetzt in diesem Jahr nochmal aufgefordert, insbesondere auch durch die Mondkonstellation, das zu tun. Für die Liebe bedeutet es, im ersten halben Jahr ist es gut, da wird das Ganze sogar auch relativ prima und ab Mitte des Jahres wird es wieder etwas schwieriger. Trotzdem wird es für die Steinbock-Geborenen ein relativ gutes Jahr für die Liebe werden. Und vor allem, wenn sie diese Schattenarbeit-Themen annehmen und diese Dinge wirklich auch durchziehen, dann wird es in der Liebe noch sehr, sehr viel einfacher. Wer versucht, das zu überspringen, dem garantiere ich, so wahr ich hier sitze, wird schwierig werden. Denn die dunklen Themen holen uns einfach ein. Und Schattenthemen, liebe Zuschauer, egal ob ihr jetzt Steinbock-Geborene seid oder nicht, sind Themen, die in unserem persönlichen Schatten liegen. Das heißt, die können wir nicht überspringen. Die können wir auch nicht wegbeten. Die können wir auch nicht leichter machen. Es geht darum, sie anzuschauen, denn dann verlieren sie auch den Schrecken an diesen dunklen Themen, die wir einfach nur weggesperrt haben. Sie sind nur weggesperrt, nicht mehr und nicht weniger. Also diese Sachen bitte genau nochmal unter die Lupe nehmen und in die Transformation bringen. Dann wird das Thema dieses Jahr auch sehr viel einfacher. In der Gesundheit ist es ein nächstes Thema, was ich den Steinböcken ans Herz legen möchte. Das ist die Gedankenhygiene. Der Steinbock neigt natürlich dazu, weil meistens steht Merkur, also jetzt nicht bei jedem, aber bei vielen steht Merkur natürlich dann auch im Steinbock. Und dann neigen wir dazu zu grübeln. Wir neigen dazu, in dunkle Gedanken abzuschweifen. Alles ist negativ. Wir sind jetzt von Haus aus kein optimistisches Tierkreiszeichen. Wir verheddern uns da manchmal auch in dunklen Vorstellungen. Und dann sind wir ganz schnell in einer Geschichte drin, die uns nicht gut tut. Da wäre es wirklich von Vorteil, auch mal ein bisschen optimistisches Denken zu üben, nicht übertrieben, sondern es muss natürlich zu einem passen und vor allem Gedankenhygiene zu be betreiben. Das bedeutet in meinem Verständnis einfach mal den Fernseher ausschalten, wenn irgendwelche dunklen Geschichten oder schlechte Nachrichten kommen, schaltet einfach dieses Gerät ab, denn es bringt euch nicht weiter. Es bringt euch in den Gedanken eher nach unten. Und das wollen wir diesem Jahr nicht noch unterstützen. Es tut sich der Steinbock eh schon schwer, aus diesem Zweckpessimismus von alleine rauszukommen. So, was haben wir des Weiteren? Das Thema Beruf und Finanzen. Also durch dieses Thema, dass wir Pluto noch im Steinbock haben, siderisch, und das haben wir noch eine ganze Zeit lang. Also wer denkt, dass die Gesellschaft schon gewandelt ist und wir uns in der Aufstiegsform befinden, der darf das Ganze nochmal überprüfen. Was das Berufliche und das Finanzielle anbelangt beim Steinbock, ihr seid jetzt auf dem aufsteigenden Ast. Es wird sich jetzt stabilisieren, auch wenn noch bestimmte Themen zu absolvieren sind. Der Fleiß ist ja nicht euer Problem.
Den könnt ihr ja mit euch mitnehmen. Den habt ihr sowieso dabei. Jetzt fängt aber eine Phase an, die stabilisiert sich und das wird euch gut tun. Und ihr werdet es auch merken, es werden die ersten Früchte des Erfolgs sich einstellen für das, was ihr so viele Jahre auch vorgearbeitet habt. Ein Steinbock arbeitet ja oftmals auch an ein Thema ran, das nicht nur für 2 Jahre wichtig ist, sondern das kann sein, dass das für 20 oder 30 Jahre irgendwann in der Welt sein muss. Und dann kommt jetzt eben für viele die ersten Früchte des Erfolges. Und das wird natürlich auch euch weiter motivieren, auf diesem Weg weiterzugehen. Von dem her, liebe Steinböcke, ihr seid jetzt auf dem richtigen Weg, wenn ihr nur eins beherzigt, und das ist die Schattenarbeit. Ich weiß schon, das will nicht unbedingt jeder haben, aber da müssen wir einfach manchmal durch. Finanzen gehört, da kommt jetzt auch etwas mehr Ruhe ins System. Vielleicht ist es sinnvoll, nicht alles, was reinkommt, gleich wieder mit vollen Händen rauszuwerfen. Aber in der Regel ist der Steinbock da ja eher ein wenig zurückhaltender, was die Geldausgaben ausbelangt. Und das ist auch gut so. Investitionen empfehle ich, keine riskanten Geschäfte im Jahr 2024 zu machen, sondern vielleicht so kleine Dinge, übersichtliche Investmentrisiken. Das kann man schon machen, auch als Steinbock, nur nicht auf jeden Fall in diese vollen riskanten Themen einsteigen. Ihr seid für das dieses Jahr nicht gemacht. Also, ihr lieben Steinböcke, ich wünsche euch vor allem ganz viel Mut, traut euch an die Schattenthemen ran und ihr werdet sehen, meistens finden wir dann am Ende des Tages in diesen Ahnenthemen ganz große Schatzkisten. Da sind nämlich die Geheimnisse verborgen, die uns auch weiterhelfen, die uns auch etwas geben im Leben. Das heißt, wir werden belohnt werden. Also ab mit euch in die Unterwelt hinunter, taucht ab, holt Schatzkistchen hoch. Und freut euch an 2024. Wenn ihr noch mehr Videos von mir haben möchtet oder sehen möchtet, dann abonniert meinen Kanal, schaut euch noch die anderen Vorhersagen an und zum Beispiel auch, was ist siderische Astrologie. Es gibt in der nächsten Zeit noch ganz viele Videos von mir zum Thema Fixsterne und auch Nakshatras. Und in diesem Sinne wünsche ich euch Steinböcken und natürlich auch allen anderen ein wunderbares neues Jahr. Bis dann.